Hallo alle zusammen. So, spontan habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt gleich mal ein Training auf, denn egal wann ihr das Video schaut, denke ich mal, kennt ihr vielleicht ähnliche Probleme. Zurzeit ist bei mir gerade Ostern, Feiertage, das heißt, wir essen total viel, also, oder es gibt viel mehr ausgiebiges Essen, als wir das im Alltag gewöhnt sind. Und was dazu kommt, meistens ist die Bewegung viel reduzierter, als wir es im Alltag haben. Geht mir ganz genauso. Gerade viele Familiensachen liegen dann immer an und dann sitzt man auch und man kommt vom Mittag zum Kaffee, zum Abendbrot und ist permanent in dieser ich werfe was in mich hineinschlaufe. Und dann gibt es auch noch süße kleine Sachen, die da überall rumstehen und dann nascht man doch hier und da. Das geht mir auch so und meistens fühle ich mich aber, wenn zwei solche Tage hintereinander sind, dann ganz schön lahm, schwer und eigentlich fühle ich mich in meinem eigenen Körper nicht wohl. Und deswegen machen wir jetzt ein kleines, obwohl es halt bestimmt ein bisschen länger geht, so eine Art Cardio-Workout, okay? Wir bleiben immer in Bewegung, wir haben keine Pausen und wir ziehen zusammen durch, okay? Deswegen, ich drücke Start, wir gehen am Ort zusammen und erwärmen uns. So, ganz locker flockig. Wenn ihr jetzt nicht das Glück habt, wie ich, in einem Haus für euch zu leben, wo ihr maximal euren Verwandten auf dem Kopf rumlatscht, sondern in einem Mietshaus lebt, dann die Sachen, die ich jetzt springe oder richtig doll renne und stampfe, lauft die energisch, okay? Geht die am Ort und macht am besten wirklich eine Gymnastikmatte oder irgendwas unter eure Füße. Das dämpft wirklich gut, okay? Und dann können wir zusammen durchziehen. So, schon an Kreisen. Ganzkörper-Workout. Wir haben 10 Übungen, a 50 Sekunden und wir haben immer 30 Sekunden Pause dazwischen. Aber diese Pause werden wir immer füllen mit Laufen am Ort. Also richtig Cardio, Stoffwechsel ankurbeln, mal ein bisschen anders als die sonstigen Workouts. So, nehmt die Knie höher, hoch, hoch. Jawohl. Sehr schön. Wir fangen zwar gerade erst an, aber ich fühle mich jetzt schon gleich besser, etwas zu tun und den nächsten Essmarathon etwas gegenzuwirken. Kommt. Wir nehmen die Arme dazu, entgegengesetzt. Hüfte, Knie, Bauchmuskulatur, Schulter, alles ist jetzt schon in Action und arbeitet für euch. Immer gleichmäßig atmen. Noch 4, 3, 2 und ihr geht am Ort. Wir öffnen die Beine ein bisschen. Okay, habt ihr das? Wir winkeln die Beine nach hinten an. Leg Curl. Arme nehmen wir nach vorn. Jawohl. Schönen Stoffwechsel in Schwung bringen. Ich würde euch sowieso ans Herz legen. Ich bin ja ein totaler Verfechter von regelmäßig Krafttraining, weil ihr damit eure Muskulatur aufbaut und damit neben einem stabilen Körper einfach auch einen guten Fettstoffwechsel anregt. Dafür sind Muskeln wichtig. Auch an alle Mädchen da draußen. Leute, ihr könnt nicht solche Oberarme kriegen. Dafür sind wir genetisch nicht ausgelegt. Ja? Macht Kraftsport. Damit verbrennt ihr schon beim Sitzen auf der Couch mehr Kalorien, als wenn ihr die Muskeln nicht habt. Achtung, Knie hoch, hoch. Heute ist alles ein bisschen ausgiebiger, weil wir viel vorhaben. Und ich gebe zu, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich habe heute einen Spickzettel dabei, weil das schon wirklich gerade eine spontane Idee war, weil ich mir die Übungen gerade und den Ablauf erst habe einfallen lassen. Obacht, Arme hoch. Und Richtung Knie runterziehen. Immer schön mit Rumpfstabilität, heißt Bauchknöpfchen Richtung Wirbelsäule. Damit habt ihr jetzt schon mehr Action im Körper. Sehr gut. 4, 3, 2 und wir gehen wieder an Bord. So, Arme zur Seite. Die Handgelenke. Ein bisschen kreisen. Zur anderen Seite. Wir öffnen die Beine, stützen uns auf dem rechten Knie ab.
Nimm den Po schön weit nach hinten, federt leicht nach. Kommt zur Mitte und zur anderen Seite. Und zur Mitte. So, ich würde sagen, genau die Uhr sagt Start. Ihr steht genau richtig. Achtung, wir gehen tief, drücken uns hoch. Bauch ist fest. Tief, Po nach hinten, hoch. Habt ihr die Übung erstmal soweit? Ich verändere wieder was. Tief, Fußspitze, ab, hoch. Tief, Fußspitze, ab, hoch. Tief, Fußspitze, ab, hoch. Alles mit Spannung. Ab, hoch. Diese 10 Übungen machen wir jetzt hintereinander weg durch. Wir laufen immer dazwischen. Und, jetzt kommt die gute Nachricht, wir machen das 2-mal hintereinander. Das halten wir auch durch, auch ohne große Trinkpausen. Achtung, wir laufen am Ort. Immer schön laufen. Also bitte nicht zu sehr spazieren gehen. Laufen, laufen. Atmen, atmen. An alle da draußen, die vielleicht noch nicht so viel Routine haben, mit gesunder Lebensweise, regelmäßig Bewegung und dem guten Essen, lasst euch von solchen Feiertagen nicht entmutigen. Es sind mal 1, 2 oder 3 Tage. Der Rest muss stimmen. So, Achtung. Nur das rechte Bein geht vor, Knie schaut nicht über Fußspitze, zurück. Vor, hoch, vor, hoch. Hinteres Bein ist gebeugt. Mit Kraft. Hoch. Vor. Hoch. Vor. Hoch. Atmen, atmen. Kommt. Vor. Hoch. Vor. Auch die Arme schön mit Spannung arbeiten. Und auf die Ausführung achten. Oh, jetzt ist es zu schnell, was ich mache. Ihr kämpft mit eurer Balance. Dann macht einfach ein bisschen die Bremse rein. Und macht langsamer, okay? Ich will halt ein bisschen auf Cardio gehen. Wir laufen schon wieder am Ort. Ich komme beim Laufen auch immer auf meine Matte, damit ich nicht so rumtrampel. Als nächstes kommt genau das andere Bein dran. Gleiche Übung. Kraftvoller Ausfallschritt vor. Nur diesmal mit links. Schön in Bewegung bleiben. Laufen, laufen. Jawohl. So. Linkes Bein, achtet auf das Knie vorn. Nicht über die Fußspitze und das Knie hinten ist gebeugt. Vor. Hoch. Okay? Vor. Hoch. Hoch. Schön beugen. Mit Atmung. Ja, immer dran denken, auch hinten beugen, sonst schummelt ihr. Und atmet, atmet immer. Und laufen. Jawohl. Jetzt kommt mein Problem, die Leggings. Wer an meinen Kursen ist, weiß, dass ich permanent an meine Hosen rumzuckle. Ich habe so einen unwuchtigen Körper, der ist irgendwie alles so gerade. Da fehlt der Hüftknochen und so, wo die Hose festhängt. Freunde, wir machen Burpees, das heißt, Beine geöffnet, wir gehen tief. Wer gehen will, hinter, hinter, Liegestütz, ran, ran, hoch. Tief, hinter, hinter, Liegestütz, ran, ran, hoch. Auch bei dem Hüpfen nach oben müsst ihr nicht hüpfen. Ihr könnt euch auch dynamisch strecken. Hinter, hinter, Gestütz, ran. Und wer es noch intensiver will, tief, hinter, Liegestütz, ran, hoch. Puh.
laufen. Yeah. Pieper hüpft so. Bleibt in Bewegung. Durchhalten, durchhalten. Danach gehen wir wieder nach unten in den Vierfüßlerstand. Lauft schön weiter. So, nach unten kommen. Nimm es mal herüber. Ich nehme jetzt, bei mir ist das linke Bein nach oben. Okay? Achtung, wir gehen hoch und tief. Kleine Bewegungen. Wer es ein bisschen fortgeschrittener will, Leute, hebt das rechte Knie nur wenige Zentimeter ab. Kopf ist Verlängerung Wirbelsäule. Wem das zu viel ist, der lässt das Knie am Boden. Und das andere Bein macht kleine Bewegungen. Bauchknöpfchen fest. Mehr Belastung bei mir jetzt auf der linken Hand, wenn ihr das linke Bein oben habt. Halt durch. Absetzen. Wir kommen hoch. Und laufen. Laufen, laufen, laufen. Nach der Runde laufen, gehen wir wieder nach unten. Und das andere Bein dran. Mit nach oben ziehen. Okay? Halt durch. Wir bleiben jetzt über eine halbe Stunde in Bewegung zusammen. Kommt runter. So. Vierfüßlerstand. Bei mir ist das rechte Bein oben. Kleine Bewegung tief und hoch. Und tief und hoch. Wieder, wer mehr will, das Knie ein Stück abheben. Aber bitte wirklich nur 3, 4, 5 cm mehr nicht. Ganz wichtig, dass ihr ganz fest im Bauch seid. Rumpfspannung ist hier das A und O. Haltet durch. Wenn ihr nicht mehr könnt, nicht ganz absetzen, sondern nur das Knie, was ihr gerade ein paar Zentimeter über dem Boden hattet. Und absetzen. Und los geht's, laufen. Nach der Runde laufen gehen wir auf den Boden, legen uns auf den Rücken. Eine Crunch-Variante kommt. Genau. Das Waschbär, Waschbrett, Problemchen. Also ich rede nur von meinen Sorgen, nicht von euren. Durchhalten, durchhalten, kommt. Und wir gehen nach unten. Und zwar, wir legen uns auf den Rücken, schwupps, Beine hoch. Und jetzt. Im Wechsel Richtung Fußspitze. Ihr seht, ich nehme mal eine Hand wieder zum Kopf. Als Feedback immer bei vielen in meinen Kursen ist, dass denn, wenn die den Kopf so alleine halten müssen, der Nacken sehr weh tut. Und da hilft die Hand einfach ein bisschen. Immer im Wechsel Richtung Füße strecken. Okay. Schön weiteratmen. Haltet durch und absetzen. Sehr gut, wir kommen nach oben und laufen. So ein Stress. Beim Hochkommen, Leute, wenn ihr Probleme mit dem Kreislauf habt, ich bin da Gott sei Dank nicht so belastet, nehmt euch ein Mühe mehr Zeit. Überprüft mal für euch selber, wenn ihr Probleme mit dem Kreislauf habt, trinkt ihr immer, immer ausreichend und habt ihr auch einen ordentlichen Essrhythmus, wo eurem Körper alle wichtigen Stoffe gegeben werden. So, Seitstütz. Beine gestreckt, Arme oben. Ellbogen, Schultern in einer Linie. Und jetzt drehen wir uns ein und aus. Ist euch das zu viel? Winkelt ihr das untere Bein nach hinten an. Aber die meisten werden das schaffen, denke ich. Bauchknöpfchen Richtung Wirbelsäule. Führt diese Übung wirklich bedacht durch, richtig bewusst eindrehen,
Arm nach oben, ohne irgendwie zu doll nach hinten zu überstrecken, okay? Und absetzen. Wir kommen wieder nach oben und laufen. Wir sind schon im Endspurt. Jawohl. Dann nochmal Seitstütz auf der anderen Seite. Und als letzte, 10. Übung ist dann Mountain Climbers. Und dann starten wir schon von vorn. Ihr seid noch mit dabei? Ihr haltet durch? Sehr gut. Alleine Sport machen ist ja auch doof. So. Kommt nach unten. Seitstütz. Und wieder eindrehen und aus. Ich komme gleich durcheinander. Eindrehen und aus. Ihr guckt wieder, dass Ellbogen und Schulter in einer Linie sind. Ihr gleichmäßig atmet. Immer mit Rumpfspannung arbeiten, Bauchknöpfchen Richtung Wirbelsäule. Und absetzen. So, wir laufen fröhlich durch den Auenwald. Yes. Buchse hochziehen. Ich und mein Pino. So, als nächstes nochmal als Endspurt Mountain Climbers. Das heißt, wir gehen in die Liegestützposition als nächstes. So, kommt nach unten. Liegestützposition, Kopfverlängerung, Wirbelsäule. Und jetzt über Kreuz, Knie Richtung Ellbogen. Versucht wirklich in einer geraden Position zu bleiben. Ihr entscheidet jetzt, mit wie viel Dynamik ihr diese Übung macht. Schön durchhalten, Leute. Endspurt, erste Runde. Und absetzen. Großartig. Gute Nachricht, wir laufen am Ort. Weiter, weiter. Und dann starten wir wieder von vorn. Haltet mit mir durch. Beine, Hüft, über Hüftbreit öffnen, Gewicht auf die Fersen. Wir gehen tief auf die Fußspitze hoch. Tief auf die Fußspitze mit Kraft hoch. Tief auf die Fußspitze hoch. Tief und hoch. Gleichmäßig atmen. Schön durchhalten, Leute. Ich habe immer Angst, das Zoom mal zu verpassen und das mit euch eine Viertelstunde lang zu machen. Laufen. Da war das Summen. Als nächstes kommen wieder unsere Ausfallschritte nach vorn mit dem Boxen beider Arme. Okay? Bleibt in Bewegung. Kommt, lasst nicht nach. Das schafft ihr. Besser gesagt, wir zusammen. Kommt. So. Wir starten mit dem rechten Bein. Vor, hoch. Knie schaut nicht über Fußspitze. Denkt dran. Und das Knie hinten ist gebeugt.
Seid kritisch. Schaut mal an euch runter. Lasst ruhig auch mal eine Wiederholung weg, um erstmal zu gucken, mache ich es effektiv und intensiv. Sehr gut. Ja. Durchhalten, durchhalten. Und wir laufen. Bleibt dran. Immer wieder höre ich, die Leute sagen, ah, jetzt war eine Konfirmation, eine Jugendweihe und so viel Essen. Und es war nicht das dabei, was ich mir vorstelle. Deswegen habe ich nie durchgehalten. Quatsch mit Soße, Leute. Man findet auf jedem Buffet was, was ein bisschen gut ist und was hinhaut. Es muss ja nicht der mayonnaise-lastige Kartoffelsalat immer sein. Linkes Bein. Mit Kraft. Ihr denkt wieder dran, das Knie vorn schaut nicht über die Fußspitze und das Knie hinten ist gebeugt. Ihr seid fest im Bauch. Hep. Schön mit Kraft. Hep. Und laufen. Als nächstes kommen wir zu unseren Burpees. Okay, ich fange wieder mit euch an, erstmal die gegangene Variante zu machen. Alle, die schon fortgeschrittener sind, wissen, wie das mit dem Springen funktioniert. Ich steige dann wieder mit ein. Laufen, laufen. Bleibt in Bewegung. So, Beine überhüftbreit geöffnet. Ihr geht tief hinter, hinter. Liegestütz. Ran, ran, hoch. Ah, was mir einfällt. Tief. Die Geschütze klappen nicht. Knie absetzen. Es gibt wirklich keinen Grund, nicht mitzumachen. Ihr schafft das auf jeden Fall. Tack. Macht euer Tempo. Also schon ein bisschen mit Zack. Nicht alle Zeit verbummeln. Laufen. Halte durch. Beginnen den Vierfüßlerstand. Leute, nicht weglaufen, schön hier bleiben. Kommt nach unten. Vierfüßlerstand. Ich nehme das linke Bein hoch. Und es geht hoch und tief. Kleine Bewegungen. Hoch und tief. Wenn ihr es anspruchsvoller wollt, das rechte Knie bei mir ist es gerade, ein paar Zentimeter vom Boden abheben. Probiert euch ruhig mal aus, wenn ihr merkt, oh, ich kriege das nicht ganz so gut ordentlich hin, setzt ihr das Knie einfach wieder ab. Aber von Herzen, bitte, traut euch mal was zu. Ihr könnt wirklich viel. Lasst euren Kopf euren Zielen nicht im Weg stehen. Absetzen. Und wir laufen wieder. Nächste Übung ist wieder gleicher Vierfüßlerstand, nur das andere Bein. Schön durchhalten. Kommt.
komm nach unten. So. Rechtes Bein geht bei mir jetzt hoch und tief. Und hoch und tief. Leute, wir sind weit über die Hälfte. Ihr macht das großartig. Haltet bitte weiter durch. Wenn ihr wollt, Knie ein Stück vom Boden abheben. Endspurt, Endspurt von der Übung. Und absetzen. Nach oben kommen und wieder laufen. Als nächstes kommen wir zu dem Crunch, also Rückenlage, und die Beine werden nach oben gestreckt. Halte durch. Wir haben noch 4 Übungen. Die packen wir zusammen. Und wir kommen nach unten. So. Schwupps. Beine hoch. Und im Wechsel Richtung Fußspitzen. Wie gesagt, ihr könnt immer eine Hand zum Kopf nehmen, um euch ein bisschen den Nacken zu entlasten. Haltet durch. Ich hoffe, euch ist auch schon warm. Mich schwitzt sogar schon. Hängt euch richtig rein. Gebt wirklich euer Bestes. Und absetzen. So. Und wieder freudig laufen. Juhu. Wir gehen dann wieder runter in den Seitstütz und drehen uns ein. Komm schön durchhalten. Und nach unten kommen. So, ich habe die Beine gestreckt, Ellbogen, Schulter in einer Linie und wir drehen uns ein und aus und ein und aus und ein und aus. Atmet, wenn die Kraft euch verlässt, bitte setzt nicht gleich ab, sondern winkelt einfach, wenn es nicht mehr geht, euer Bein nach hinten an. Ich weiß, ihr schafft das. Ihr müsst euch bitte nur noch selbst zutrauen. Und absetzen. Ich wechsle schon mal mit dem Handtuch die Seite und laufe wieder. Wir sind beim vorletzten Mal laufen. Leute, super. Für alle, die noch dabei sind, großartig. Also dabei sind mit mitmachen und nicht mit zu gucken. Okay? Kommt. Wir gehen nach unten. Zweite Seite. Alles klar? Wir drehen uns wieder ein und aus. Achtet wieder darauf. Ellbogen und Schulter sind in einer Linie. Das Bauchknöpfchen habt ihr Richtung Wirbelsäule gezogen. Sehr, sehr gut. Kommt. Endspurt von der Übung kommt. Und wir setzen ab. Komm noch einmal nach oben und laufen. So.
Wir laufen jetzt auf unsere Mountain Climbers zu. Und wenn wir die geschafft haben, gehen wir direkt in eine kleine Dehnung über. So, kommt noch einmal nach unten. Hände unter den Schultern und über Kreuz. Knie Richtung Ellbogen. Sorry. Mir rutscht die Hose. Jesus. Oh, furchtbares Gefühl. Und ihr entscheidet wieder, wie dynamisch das Ganze abgehen soll. Haltet durch. Versucht schön gerade zu bleiben. Kopf ist Verlängerung Wirbelsäule. Und auch hier wieder. Bauchknöpfchen Richtung Wirbelsäule. Atmet, Leute. Huh. Und absetzen. Sehr, sehr gut gemacht. Lasst uns einen Rundrücken machen. Richtig einrollen. Kinn zur Brust ranziehen. Ein leichtes Hohlkreuz. Wieder ein Rundrücken. Und wir ziehen den Po zurück auf die Ferse. Arme sind weit nach vorne gestreckt. Der Kopf ist zwischen den Armen. Wir setzen uns auf, Schultern kreisen nach hinten. Durchatmen. Wir setzen einen Fuß auf, kommen ganz nach oben. Sehr gut. So. Nehmt einen Arm zur Seite, andere Hand geht zum Fußgelenk. Bei mir ist gerade die rechte Hand am rechten Fußgelenk. Knie sind geschlossen. Achtung. Das Knie nach oben nehmen, ganz ranziehen und mit dem Fuß ein bisschen kreisen. Jawohl, einmal rechts rum, einmal links rum, wie auch immer. Und abstellen. Wir gehen zur anderen Seite. Jawohl. Und das Knie wieder hochnehmen. Kreist wieder ein bisschen mit dem Fuß. Ich hoffe, das klappt mit der Balance bei euch. Lasst locker. Nehmt die Arme nochmal in Schulterhöhe nach hinten. Spürt hier ein bisschen die Dehnung. Nach vorn. Und locker lassen. So, ich wünsche euch einen grandiosen Tag. Einen Tag, der super toll für euch verläuft, wo ihr euch wohlfühlt. Den ersten Schritt dafür habt ihr gerade gemacht, ihr habt einfach was für euer Wohlbefinden getan. Und jetzt nochmal von meiner Seite. Das waren, ich glaube, gerade reichlich 35 Minuten, die wir uns zusammen bewegt haben. Der Rest ist lauwarmes Gequatsche von mir drumherum. Nehmt euch diese kurze Zeit und ihr könnt immer ohne schlechtes Gewissen die Feiertage oder irgendwelche Feierlichkeiten, die ihr habt, genießen. Guckt, dass euer Alltag immer mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, die lecker ist und Spaß macht, gefüllt ist. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr bei Tante, Oma oder wer weiß wo seid, wo es einfach mal ein bisschen deftiger oder gehaltvoller zugeht und wo vielleicht nicht so viel Gemüse in der Ernährung ist. Also bleibt dran, werft wegen so ein paar Tagen nicht alles über den Haufen, denn ich kann euch nur sagen, es lohnt sich, dran zu bleiben. Bis bald, ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder.